Prinz William hat einen neuen Auftritt absolviert. Zuvor hatte er sich in einer rührenden Nachricht für Kate entschuldigt. Am 25. April machte sich Prinz William auf den Weg nach Birmingham, um sich die St. Michael's Church of England High School in Sandwell persönlich anzusehen. Die Schule hat die Aufmerksamkeit des Prinzen durch einen Brief des 12-jährigen Freddie Hadley auf sich gezogen. Er hatte Prinz William und Prinzessin Kate eingeladen, den Launch der Kampagne Hashtag Am I Manly Enough zu besuchen. In dem Brief, der anlässlich des Welttags der psychischen Gesundheit in den sozialen Medien geteilt wurde, hieß es: Durch unsere Arbeit haben wir herausgefunden, dass Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Männern ist. Und das wird sich nicht ändern, solange die Menschen nicht das Gespräch darüber beginnen. Auf X hatte William kurz darauf mit einer rührenden Antwort überrascht, in der auch Kate Erwähnung fand. Guten Tag, Freddy. Es tut mir so leid, dass Catherine und ich heute nicht bei dir und den anderen Schülern in St. Michael's sein können. Es ist so wichtig, sich mit den Herausforderungen der psychischen Gesundheit und den Stigmata auseinanderzusetzen. Bitte mach weiter so. Bei seinem Auftritt konnten sich William und Freddy nun endlich persönlich kennenlernen, doch leider ohne Kate. Während seines Besuchs hatte der Thronfolger die Gelegenheit, das Matrix-Projekt kennenzulernen, das Freddy in seinem Brief hervorgehoben hatte. Das Projekt bringt Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren zusammen, um Ideen und Konzepte zu entwickeln, die sich den Herausforderungen der psychischen Gesundheit widmen. William nahm an einer Sitzung teil und erfuhr, wie die Gruppe die Kampagne Hashtag Am I Manly Enough ins Leben gerufen hat, um junge Männer dazu zu ermutigen, offener über ihre Gefühle zu sprechen und das Stigma zu bekämpfen.